Wir reisen in Italien durch die Regionen Toskana und Umbrien. In diesen Regionen besuchen wir etliche Orte. Diesmal besuchen wir die Altstadt von Orvieto, ein Ort in der Toskana. Wir nähern uns der Altstadt. Sie liegt oben auf einem Plateau. Da der Bus nicht auf das Plateau hinauffahren darf, steigen wir in eine Standseilbahn um. Eine Standseilbahn ist ein zu Seilbahn gehörendes schienengebundenes Verkehrsmittel, das auf Schienen durch Seile bewegt wird. Mit diesem Verkehrsmittel fahren wir zu dem Plateau hinauf. Die Bahn fährt jetzt den schrägen Hang hinauf. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man zwischen den Schienen zwei Seile. Es wird wohl, wie bei Seilbahnen üblich, zur gleichen Zeit ein Wagen von oben hinunterfahren. Wie das bei einem eingleisigen Schienensystem wohl funktioniert. Auf halber Strecke begegnet uns der abwärts fahrende Wagen. Dort fahren die Wagen auf kurzen Ausweichgleisen aneinander vorbei. Etwas später kommen wir zu der Felswand des Plateaus und die Bahn fährt durch einen Tunnel weiter. Sie fährt wohl jetzt durch den Felsen hinauf zum Plateau. Nach circa 2 Minuten sind wir oben. Vom oberen Bahnhof beim Platz Piazza Cahem gehen wir als erstes zu dem Brunnen des Ortes. Es soll eine interessante Sehenswürdigkeit sein. Wegen einer Belagerung des Ortes auf dem Plateau sollte die Versorgung der Stadt mit Wasser sichergestellt werden. So um 1537 wurde ein tiefer Schacht in dem Felsplateau errichtet. Der Schacht ist 58,5 Meter tief und hat einen Durchmesser von 4,7 Metern. In dem Schacht befinden sich 2 Spiraltreppen, die sich nicht kreuzen. Über eine Treppe wurden Esel zu dem Brunnen in 58,5 Meter Tiefe gebracht, um Wasser zu holen. Über die andere Treppe haben die Esel das Wasser nach oben gebracht. Oberhalb des Zuganges zum Brunnen befindet sich eine Fundamentplatte mit einer Zugangstreppe. Es sind die Überreste des Tempels von Belvedere. Die Überreste wurden 1828 während des Baus einer Straße entdeckt. Der Tempel wurde wahrscheinlich vor Christi Geburt errichtet und könnte somit ein Zeus-Tempel gewesen sein. Wir sind jetzt wieder beim Platz Piazza Cahem. Dort steht ein altes Stadttor. Rechts daneben erblicken wir ein Denkmal. Was das wohl darstellen soll? Jetzt gehen wir mitten durch den Ort. Wir wollen zum Dom von Orvieto. Es ist eine interessante Straße, durch die wir spazieren. In einer Seitengasse erblicken wir die Kirche von Santa Maria dei Servi.
Hier beim Uhrenturm müssen wir links abbiegen, wenn wir zum Dom wollen. Wir gehen jedoch noch etwas weiter geradeaus. Nach kurzer Zeit erreichen wir den Platz Piazza Repubblica. Hier steht das Rathaus der Altstadt von Orvieto. Links neben dem Rathaus steht ein interessant gestalteter Turm und daneben die Kirche Scicea San Andrea. Der Turm könnte zur Kirche gehören. Unter der Kirche sollen sich noch Überreste alter Gebäude aus der Urzeit befinden. Es ist hier wohl schon zur Zeit der Römer ein Gebäude errichtet worden. Jetzt wollen wir zum Dom, also gehen wir zurück zum Uhrenturm. Am unteren Teil der Fassade des Uhrenturms sind viele Verzierungen zu sehen. Es sieht interessant aus. Wir begeben uns jetzt in eine Seitenstraße und gehen zum Dom. Jetzt sind wir beim Dom von Orvieto, der Kathedrale Maria Himmelfahrt. Die Außenwand des Domes zeigt die typische waagerechte Schwarz-Weiß-Schichtung wie beim Dom in Siena. Von der Hauptfassade wird der Mittelteil gerade saniert, also können wir ihn nicht erkennen. Die Kathedrale ist ein Werk gotischer Architektur in Mittelitalien. Die Dekorationen der linken und rechten Seitenfassade können wir jedoch sehen. Schön gestaltete Flachreliefs befinden sich auf den oberen Teilen der Fassaden. Wir betreten die Kathedrale. Auch hier innen sind die Wände und Säulen waagerecht schwarz-weiß geschichtet. Die Kapitelle der Säulen sind alle unterschiedlich gestaltet. An der Innenfassade des Haupteinganges befindet sich auf halber Höhe ein Gang, über den man von einem Seitenflügel zu dem anderen kommen kann. Darüber ist das runde Kirchenfenster, das man an der Hauptfassade in jeder älteren Kirche sieht. Im linken Seitenschiff der Kathedrale ist eine große Orgel. Dieses Seitenschiff ist für Touristen gesperrt. In ihm finden regelmäßig Gottesdienste statt. Der Altar im Hauptkirchenschiff steht vor einem großen bunten Glasfenster. Viele Bilder verzieren die Seitenwände des Hauptaltars.
Im rechten Seitenschiff der Kathedrale sind die Wände und die Decke mit vielen Freskenmalereien verziert. Die Freskenmalerei ist eine Form der Wandmalerei, bei der die zuvor im Wasser eingesumpften Pigmente auf den frischen Kalkputz aufgetragen werden. Bei der Karbonatisierung des Kalkes werden die Pigmente stabil in den Putz eingebunden. Der Fußboden der Kathedrale ist auch mit Symbolen gestaltet. Wir verlassen die Kathedrale durch einen Seitenausgang. Auf dem Platz vor dem Dom steht hinten ein mittelalterlicher Turm, der Turm des Maurizio. Es ist ein Uhrenturm. Oben auf dem Turm steht eine Statue mit Glocken. Zu den vollen Stunden schlägt die Statue mit einem Hammer auf die große Glocke und zu den Viertelstunden auf die beiden kleineren Glocken. Links neben dem Kathedralengebäude ist ein Tor, an dem ein Hinweisschild besagt, dass es hier zu einer Krypta geht. Eine Krypta ist ja ein Raum unterhalb des Altars einer christlichen Kirche, in dem sich in der Regel Heiligengräber befinden. Auf dem Weg dorthin sehen wir, dass das Gebäude der Kathedrale eine große Höhe hat. Dort bei einem Tor mit reichhaltigen Verzierungen könnte sich die Krypta befinden. In dem Raum sind einige Menschen, die Kirchenlieder singen. Wir können den Raum deshalb nicht betreten. Wir gehen jetzt zurück. Auf dem Weg hinter der Kathedrale erkennen wir eine Gehwegplatte, auf die ein Text eingraviert wurde. Was da wohl draufsteht? Jetzt begeben wir uns zurück zur Seilbahn. Gleich werden wir den Berg wieder hinunterfahren. Das war ein Besuch der Altstadt von Orvieto.